Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen der Ignaz-Daschinski-Stiftung und im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Covid-Event, zu einem weiteren Covid-Webinar. Heute werden wir darüber sprechen, ob wir jetzt mit der Dezentralisierungskrise konfrontiert werden. Wir werden über öffentliche Verwaltung in Corona-Zeiten sprechen. Dieses Webinar könnte natürlich nicht stattfinden, nicht zustande kommen, ohne eine enge Zusammenarbeit mit unserem hochkarätigen Partner, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und bevor ich die Panelisten vorstelle, werde ich jetzt den Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung bitten, das Wort zu ergreifen, Herr Ernst Hillebrand. Das hoffe ich nämlich auch. Ich bedanke mich für diese Einführung und ich möchte jetzt kurz unsere Panelisten vorstellen. Frau Abgeordnete Karolina Pawliczak, sie ist Stellvertretende der Fraktion der Linken, stellvertretende Bürgermeisterin von Kalisz und langjährige Stadträtin von Kalisz. Schönen guten Tag, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Frau Dr. Jovanka Jakubek-Lalik ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät Recht und Verwaltung an der Warschauer Uni. Schönen guten Tag, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Unsere Einladung folgt auch Herr Markus Rindersbracher. Er ist stellvertretender Präsident des Bayerischen Landtags und europapolitischer Sprecher der SPD. Guten Tag. Und auch Herr Dr. Boyer-Fiałkowski, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kazimierz Große Universität in Bromberg-Bydgoszcz, auch mit einer profunden Erfahrung, was öffentliche Verwaltung angeht. Und Herr Schlachetko, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dr. Schlachetko, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Danzig. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Unser Seminar ist ein Teil einer Seminarreihe. Ich habe die bezeichnet als Covid-Seminare. Wir haben jetzt 6 Monate dieser Covid-Pandemie hinter uns und natürlich sehen wir jetzt die Folgen der Covid-Pandemie in allen Bereichen unserer Aktivitäten. Diese Pandemie ist auch eine große Herausforderung für die Verwaltung.
auf Regierungsebene und auf kommunaler Ebene. Die Corona-Pandemie ist eine Zeit, wo praktisch die ganze Verwaltung plötzlich konfrontiert wurde mit Aufgaben, vor allem aus dem Bereich Gesundheitsschutz, Gesundheitswesen, Umstellung der Arbeitsmethoden, die jetzt sicher sein sollen und uns vor Ansteckung schützen sollen. Und natürlich wird die Verwaltung auch konfrontiert mit den finanziellen Folgen der Pandemie. Da tauchen auf der einen Seite neue kostspielige Aufgaben auf und auf der anderen Seite ist die Einnahmenseite leider auch betroffen. Die Pandemie bedeutet also eine neue Wirklichkeit, auch für die öffentliche Verwaltung. Und diese 6 Monate, die ich bereits erwähnt habe, wäre schon nach meiner Auffassung eine Perspektive, die uns dazu verleitet, hier bestimmte Schlussfolgerungen zu formulieren. Wir wissen, dass die Pandemie morgen oder übermorgen nicht aufhört. Das ist jetzt quasi eine neue Realität für die Verwaltung in Polen und auf der ganzen Welt. Das wird noch Monate oder Jahre dauern. Das erste Thema, der erste Themenbereich, den ich anschneiden möchte, bezieht sich auf so ein Spannungsfeld zwischen der Regierungsverwaltung, der zentralen Verwaltung und der Selbstverwaltungsebene, der lokalen Ebene. In Polen haben wir also diese territoriale Selbstverwaltung. Das ist sozusagen die eine Seite, auf der anderen Seite der Wojewode. Das heißt, der verlängerte Arm der Regierung. Und da sind Spannungen vorprogrammiert sozusagen. Es gab recht viele Postulate in den letzten Jahren, dass zum Beispiel die Woiwodschaftsämter also überhaupt abgeschafft werden, dass die Aufgabenbereiche geändert werden. Und man könnte glauben, dass die meisten Aufgaben, die jetzt erfüllt werden, wahrgenommen werden von der Regierungsseite, vom Wojewoden, auch ohne weiteres übernommen werden könnten von der Selbstverwaltung. Und meine Frage geht ausgerechnet in die Richtung, wie hat sich diese Zweiteilung bewährt? Soll jetzt der Wojewode stark sein, weil die Selbstverwaltung doch nicht alle Aufgaben schultern bzw. meistern kann? Und ich möchte auch nach den 6-monatigen Erfahrungen fragen, wie die Zusammenarbeit aussieht, denn während der Pandemie wurde eine noch engere Zusammenarbeit erzwungen zwischen der Selbstverwaltung und der Regierungsverwaltung. Wir beginnen mit Ihnen, Herr Bojar-Fiałkowski. Ich bedanke mich für die Einladung und es ist immer ein großes Vergnügen und eine große Ehre, als erster Panelist das Wort zu ergreifen, um den Stress zu überwinden. Ich habe mir hier einige Punkte notiert zu den gegenseitigen Beziehungen der Regierungsverwaltung und der Selbstverwaltung in Corona-Zeiten. Ich glaube, die ganze Frage ist sehr eng verbunden mit dem Krisenmanagement. Hier heißt der Fall Covid-Pandemie. Diese Zusammenarbeit ist nicht optimal, wenn ich das so formulieren darf. Wir haben natürlich die Rechtsgrundlagen, wir haben das Gesetz über Funktionsweise der Wirtschaftsämter. Auf diese Grundlage wurden bestimmte theoretische Modelle auf die Beine gestellt, die jetzt aber unter realistischen Bedingungen getestet wurde. Und die wichtigsten Akteure sind hier nicht besonders gut ausgefallen. Die Kommunen mussten praktisch die Entscheidungen ausführen, was die Betreuung der isolierten Personen anbelangt. Und da hat man, was weiß ich, in Datenbanken, da hat man recherchiert, um Adressen zu finden, an die das Essen für Senioren zum Beispiel ausgefahren werden soll.
Da dürfen zum Beispiel, hat sich herausgestellt, da dürfen die Dorfältesten, die Dorfvorsteher bei der polnischen Hygiene, bei dem polnischen Gesundheitsamt nicht erfahren, wer krank ist auf ihrem Gebiet, weil personenbezogene Daten besonders geschützt werden. Und im Rahmen dieses Modells wurden sehr wichtige Aufgaben auf die Kreisebene, auf die Ebene der Landkreise übertragen. Die sollten auch entsprechende Isolationsmöglichkeiten, entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Nicht nur für die Zeit der Pandemie, auch für einen potenziellen Krieg und so weiter und so fort. Ich habe auch auf Kreisebene ein Gesundheitsamt geleitet. Es hat sich herausgestellt, dass diese Pläne ganz einfach praktisch hundertprozentig kopiert, übernommen wurden aus den Vorjahren. Und jetzt kam ein Test. Es hat sich herausgestellt, dass die Objekte, die da erwähnt wurden in den Aufstellungen, in Wirklichkeit nicht funktionierten. Oder aber haben die Eigentümer dieser Objekte, dieser Räumlichkeiten jetzt nach dem Ausbruch der Epidemie plötzlich erfahren, dass sie diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen müssen. In Pommern konnte man zum Beispiel nur 2 Quarantäneplätze zur Verfügung stellen, aber nur bis Juni, weil dann diese Objekte umgewidmet wurden und die wurden ganz einfach als Übernachtungsplätze für Touristen angeboten. Das heißt, die Landkreise haben diesen Test nicht bestanden. Die Selbstverwaltung versucht hier ihr Bestes zu tun, aber die Möglichkeiten sind ganz einfach sehr, sehr begrenzt. Generell wird diese Rolle reduziert auf die Beteiligung an dem System von Krankenhäusern. Denn diese Krankenhäuser sind in der Regel auf Woiwodschaftsebene dem Woiwodschaftsmarschall unterstellt. Und man sieht, wie das jetzt funktioniert. Diese Krankenhäuser wurden jetzt unterstellt in Entscheidungen der Woiwoden, also der Regierungsseite. Und es kam zu sehr problematischen Fällen. Der Eigentümer war sozusagen nicht die gleiche Behörde und der Entscheidungsträger saß woanders. Wir haben jetzt ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom 20. November 2019. Und wir können jetzt erwarten, dass die Woiwoden jetzt die Krankenhäuser übernehmen, weil sie diese Krankenhäuser finanzieren sollen, laut dem Urteil. Gestärkt wurde die Rolle der Woiwoden, die hier alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie koordinieren. Sie verfügen über die Ressourcen, über Krankenwagen, über diese mobilen Teams, die die Abstriche entgegennehmen. Und das ganze System wurde konzentriert in den Händen der Wojewoden. Noch Anfang des Jahres war das Bewusstsein nicht so ausgeprägt, was das Image angeht, was den Informationsfluss angeht. Aber jetzt ist die politische Position oder die politische Verankerung viel, viel stärker geworden bei den Wojewoden, obwohl der Aufgabenbereich sich nicht geändert hat, bis auf Ad-hoc-Aufgaben, das heißt in Fällen, wo der Wojewode in bestimmten Fällen Weisungsrecht hat gegenüber der Selbstverwaltung. Natürlich kann man hier ewig diskutieren über die Rolle der Wojewoden, über die Rolle der Landkreise,
Aber heute wäre so eine Diskussion wahrscheinlich viel, viel schwieriger als noch vor der Pandemie. Ich habe hier so ein Kapitel geschrieben, kritische Anmerkungen und Änderungsvorschläge. Ich habe das Ende 2019, Anfang 2020 geschrieben und ich habe jetzt die Redaktion gebeten, dies mit einer Anmerkung zu versehen, dass das alles vor dem Ausbruch der Pandemie geschrieben wurde. So ein Woiwodschaftsamt könnte aufgelöst werden, dachte man damals. Aber jetzt soll das ganze Modell des Krisenmanagements neu geregelt werden und bestimmte Aufgabenbereiche können jetzt neuen Behörden zugeschrieben werden. Die Abschaffung der Woiwodschaftsämter, das ist immer eines der Postulate der Opposition. Wenn aber die Opposition an die Macht kommt, dann besteht der Wille nicht mehr, sowohl den Senat, also die zweite Parlamentskammer in Polen, als auch Woiwodschaftsämter abzuschaffen. Aus klaren Gründen. Das wäre ein bisschen Product Placement jetzt, das kann ich nach meinem Meister wiederholen, Professor Dolnicki. Staatliche Sanitärinspektion, da ich weiß, dass das gegen den Strom der Dezentralisierung geht. Anfang des Jahres wurde das Gesetz über staatliche Sanitärinspektion novelliert und auf der Grundlage dieser Novelle hat man die Inspektorate anders verankert in der Hierarchie. Derzeit ist der Landkreisinspektor dem Woiwodschaftsinspektor unterstellt und der Woiwodschaftsinspektor dem Hauptinspektor, der für ganz Polen zuständig ist. Die Inspektoren wurden bestellt und abberufen von den Landkreisen. Jetzt haben wir eine neue Verankerung. Über die Bestellung und Abberufung entscheidet jetzt der Woiwode. Aber wenn wir das betrachten aus der sechsmonatigen pandemischen Perspektive, da kann ich mir kaum vorstellen, was für ein Chaos wir hätten, wenn die Inspektoren weiterhin den Landkreisen unterstellt wären. Wenn der Landrat zum Beispiel mit etwas drohen könnte, einem Landkreisinspektor, um, was weiß ich, eine bestimmte Vision der Pandemiebekämpfung durchzusetzen, Quarantäne abzukürzen gegenüber bestimmten Personen, Unterlassung von bestimmten Tätigkeiten. Das sind alles schreckliche Sachen, aber derartige Aktivitäten der Landräte haben stattgefunden, und zwar in dieser ruhigen Zeit vor der Pandemie. Während der Pandemie hätten wir hier Chaos pur gehabt, dann hätte die Bekämpfung der Pandemie ganz anders ausgesehen in jedem Landkreis. Also ich bin ein Anhänger der Dezentralisierung, aber nicht in jedem Fall ist so eine Dezentralisierung eine gute Lösung. Ich bin mir schon darüber im Klaren, dass ich nicht alle Fragen von Dr. Sebastian Gajewski beantwortet habe. Vielleicht habe ich hier auch zusätzliche Fragen aufgeworfen, aber das wäre so im Rahmen einer kurzen Einführung meine Stimme in dieser Debatte. Vielen Dank für diese Stimme eines Praktikers und auch eines Theoretikers. Herr Bayer-Fiałkowski leitet das Gesundheitsamt, ein Gesundheitsamt auf Kreisebene derzeit. Er hat sehr, sehr viele praktische Erfahrungen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, die Grenze der Dezentralisierung ist da, wo wir den Anspruch haben auf eine gut funktionierende Verwaltung.
Eine weitere Anmerkung. Wir können uns noch sehr an den Beginn der Pandemie erinnern. Da hatten wir sehr, sehr viel Angst um die Gesundheit. Und wir dachten uns, da sehen bald polnische Straßen so wie in der Lombardei. Und diese Perspektive fand eine direkte Übertragung auf die Funktionsweise der territoriellen Selbstverwaltung. In bestimmten Teilen Polens hat man zum Beispiel Fernsitzungen der Stadträte einberufen. Sofort haben die Stadträte aus der Ferne gearbeitet. Und da hat sehr schnell der Gesetzgeber neue Vorschriften eingeführt, damit diese Sitzungen aus der Ferne möglich und vorschriftsmäßig sind. Da hat sich auch die Organisation der Ämter geändert, die sozusagen die alle möglichen Organe bedient haben, auf Kreisebene, auf Stadtebene. Da wurden weitreichende Änderungen eingeführt, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Verwaltungsverfahren, die geführt werden mussten. Plötzlich, da hat sich herausgestellt, dass jetzt die Selbstverwaltungen mit einer anderen Methodik arbeiten müssen. Die einen arbeiten auf diese Art und Weise nach wie vor, die anderen kehrten jetzt zurück zu den alten Methoden. Aber ich mache mir Gedanken, wie diese Änderungen in der Funktionsweise der Ämter und der Behörden, wie können wir sie aus der jetzigen Perspektive beurteilen? Wie hat das die Funktionsweise der Behörden beeinflusst. Da gab es Diskussionsgruppen, wo es lebhafte Diskussionen gab, dass die Pandemie die Funktionsweise der Behörden schrecklich beeinflusst, schrecklich negativ. Wie können wir das beurteilen nach 6 Monaten? Ich richte diese Frage an Dr. Jakub Szlachetko. Vielen Dank für diese Fragen. Es war schon eine ganze Reihe von Fragen und ich hoffe, ich habe alle Fragen mir gemerkt und kann auch alle beantworten. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Debatte. Das Thema dieser Debatte hat mich hier angezogen. Das lautet wirklich interessant, insbesondere der Anfang. Also was mit dieser Dezentralisation weiter haben wir mit einer Krise der Dezentralisation zu tun? Das war für mich am meisten spannend. Und ich möchte meine Ausführung mit diesem Punkt anfangen. Also die Krise der Dezentralisation ist schon ein Problem für uns seit einiger Zeit und nicht seit der Hälfte März, als man die ersten Fälle der Covid-Infektion in Polen festgestellt hatte und den Bedrohungszustand, Epidemiezustand eingeführt hat. Wir hatten schon ein großes Problem damit früher gehabt. Man hat keine Vision bisher entwickelt und lange Zeit hat es eigentlich so falsch funktioniert. Die Corona-Krise hat nur gewisse Mechanismen beschleunigt oder besser und deutlicher präsentiert. Und dann vielleicht sehen wir das alles jetzt in einer anderen Dimension. Wir mögen Dezentralisation, wir assoziieren Dezentralisation positiv. Das habe ich bei dir so verstanden. Das ist der Fall so, aber ich bin nicht sicher, ob die politischen Eliten genauso die Dezentralisation mögen. Wenn ich jetzt die polnische Regierung und die Gesetzgebung in den letzten Jahren in Polen beobachte, habe ich den Eindruck, dass die polnischen Eliten Dezentralisation überhaupt nicht mögen. Aber ich mag die, ich denke, das wurde schon von den Gründern der Dritten Republik Polen entwickelt und das waren wirklich gute Visionen der guten Reformen, die leider nicht vollständig ausgeführt wurden und das ist schade. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Bereich der Frage, die im Titel unserer Debatte formuliert wurde, nämlich nach der Funktionsweise, nach der Qualität der Verwaltung in der Zeit der Corona-Krise. Wir haben eigentlich alle darüber gesprochen, wie die öffentliche Verwaltung eigentlich funktionieren soll in dieser Zeit der Krise und wie das tatsächlich der Fall ist. Zuerst haben wir nur Vermutungen gemacht, dann auf Grundlage von unterschiedlichen rechtlichen Vorschriften, die in der Zwischenzeit eingeführt worden sind.
Wir hatten auch im März, April eine Konferenz gemacht, auch mittels von Online-Instrumenten. Und wir bereiten sogar eine Publikation vor. Digital oder analog soll die Verwaltung sein, ungefähr heißt die Publikation. Und es geht uns darum, welche Schlussfolgerungen können wir heute ziehen, um zu wissen, wie reagieren wir in analogen Situationen künftig. Und ich habe den Eindruck, dass der Gesetzgeber in Polen nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat aus dem, was passiert ist. Selbstverständlich. Wir haben unterschiedliche Gegenkrise-Schilder, die eingeführt wurden, um alle zu unterstützen und zu schützen in der Zeit der Krise. Darüber hinaus haben wir unterschiedliche Mechanismen, die genutzt werden können. Am Anfang haben die kommunalen Verwaltungen sich beklagt, dass keine Instrumente und Mechanismen rechtlich eingeführt wurden, wurden also neue Instrumente ganz schnell entwickelt. Jetzt haben wir auch ein Gesetz vom 2. März 2020, in dem die Möglichkeit eingeführt worden ist, Online-Sitzungen für unterschiedliche Gremien zu ermöglichen und zuzulassen. Aber 8 Monate später haben wir diese Vorschriften nur in dem Gesetz, das für die Zeit der Corona-Krise eingeführt wurde. Und wir haben keinerlei endgültige Lösung für die normale Zeiten und auch für unterschiedliche andere Krisen, die auf uns zukommen können. In diesem Jahrhundert haben uns schon Experten versprochen, dass es nicht die erste Krise ist, dass es vielleicht eine von vielen großen Krisen, die auf uns zukommen werden. Und ich bedauere, dass der polnische Gesetzgeber diese Mechanismen, diese Möglichkeit der Online-Sitzung zum Beispiel nicht in das Gesetz über Verwaltung, zum kommunale Verwaltung eingeführt hatte. Momentan haben wir aber in der Krisenzeit die Möglichkeit, die rechtliche Grundlage, Sitzungen online zu organisieren. Und das hat man so veranstaltet. Und auch sehr viele Wissenschaftler oder Publizisten, Journalisten haben die Fragen gestellt, ob das vielleicht nicht einfach so bleibt, ob wir das nicht aufrechterhalten sollen, auch nach dem Ende der Corona-Krise, weil die Verwaltung dann schneller und effizienter funktionieren kann und auch billiger. In unserem Metropolitan-Institut haben wir mehrmals über dieses Thema diskutiert und wir sind der Meinung, dass so eine Nähe zu dem anderen Menschen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist etwas, was die politische Kultur aufbaut und das können wir durch Online-Sitzungen nie ersetzen. Selbstverständlich für die Krisenzeit können wir solche Beratungen online veranstalten und das ist ja auch notwendig. Viele Juristen haben auch darauf hingewiesen, dass es schon Grundlagen für solche Verfahren gibt. Zum Beispiel, wir haben ein Gesetz über Gemeindeverwaltung auf kommunaler Ebene und einige Gemeinderäte haben das schon genutzt. Nicht alle waren entsprechend ausgestattet, um alle diese Instrumente in Anspruch nehmen zu können und den Herausforderungen zu entsprechen. Ich möchte jetzt deine Geduld nicht insbesondere gefährden. Deswegen möchte ich jetzt meine Ausführung beenden. Vielen Dank für diesen Beitrag. Alle diese Änderungen, die eingeführt wurden, trotz der Vorbehalte, haben keine Krise der kommunalen Verwaltung hinter sich gezogen, was eigentlich eine gute Information für uns alle ist. Aber diese neuen Formen für das Funktionieren der Gremien, der Behörden haben keine Krise verursacht. Aber die Corona-Krise bedeutet für die kommunale Verwaltung nicht nur neue Formate in deren Tätigkeit, sondern auch neue Ausgaben, Aufwendungen und dazu noch kleinere Einkommen, weil die wirtschaftlichen Folgen der Krise selbstverständlich schon sichtbar und spürbar sind. Einkommen der Gemeinden, der kommunalen Verwaltungen werden also auch beschränkt.
Und immer, wenn diese Einkommen niedriger werden, haben kommunale Verwaltungen das zu spüren. Selbstverständlich, es wurden auch unterschiedliche finanzielle Instrumente der Unterstützung vorgesehen, zum Beispiel Investitionsfonds für kommunale Verwaltungen. Das hat die Regierung eingeführt. Aber dann steht die Frage, ob die Unterstützung der Regierung für kommunale Verwaltung ausreichend ist und in welche Richtung soll man dabei gehen. Am Anfang kann man immer über finanzielle Unterstützung sprechen, aber ob diese zusätzlichen Gelder wirklich ausreichend sind. Ein Ausgleich in Subventionen, die von einer politischen Partei vorgeschlagen wurden, sollte man vielleicht andere Formen noch einführen. Darüber diskutiert man sehr viel. Kommunale Verwaltungsvertreter sprechen sehr viel darüber. Und ich möchte mich ein bisschen mehr diesem Thema widmen. Und mit dieser Frage möchte ich mich an unsere zwei Teilnehmerinnen, Jovanka Jakubek-Lalik und Karolina Pawliczak, ich möchte bei euch beide bitten, zu erzählen, wie sieht das, zum Beispiel die Karolina, bitte ich, das uns am Beispiel der Stadt Kalisch, der eigenen Stadt, zu erzählen. Und jetzt zuerst hat Jovanka Jakubek-Lalik das Wort und später Karolina Pawliczak. Also, jetzt die Jovanka. Vielen Dank für diese interessanten Fragen, die hier gestellt wurden. Das ist wirklich ein Thema, worüber man gerne diskutieren könnte. Und einige interessante Thesen sind hier gleich entstanden. Und ich möchte erstens etwas merken, was nicht direkt mit Finanzen verbunden ist, aber was uns neue Horizonten und Dimensionen für die kommunale Verwaltung zeigt. Nämlich die heutige Information, dass wir einen neuen Minister haben, der für die Entwicklung der territorialen, also der kommunalen Verwaltung zuständig ist. Das ist sehr interessant, eine Neuigkeit von heute. Und das bedeutet, in der staatlichen Verwaltung werden wir jetzt eine Person haben, die eigentlich für die Entwicklung der Kommunen zuständig ist. Das heißt, die Regierung soll Ideen haben, wie man Kommunen entwickelt. Nicht die selbst, sondern die Regierung. Man hat hier alles umgekehrt organisiert. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was aus dieser neuen Stelle und aus diesem neuen Minister für die kommunale Verwaltung sich ergeben wird. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das ist eine amerikanische Idee von amerikanischen Politikwissenschaftlern Benjamin Barber, der ein Buch geschrieben hat, wenn Bürgermeister die Welt regieren würden. Er hat das ja idealistisch dargestellt, aber er hat geschrieben, dass die Bürgermeister, Vertreter der kommunalen Verwaltung, so pragmatisch, so konzentriert auf Lösung realer Probleme sind, dass wenn diese sich einigen und in keine politischen, ideologischen Streitigkeiten verwickelt sind, wären die imstande, eigentlich alle globalen Probleme der Welt, der Wirtschaft zu bekämpfen und diese zu meistern. Und viel besser würden die das erreichen können, als die Politiker das heutzutage tun. Benjamin Barber hatte diese Erwägungen noch lange vor der Corona-Krise gemacht. Ich würde gerne hören, was er heute dazu sagen würde, aber er ist schon vor ein paar Jahren gestorben, deswegen können wir nur vermuten, was er dazu sagen würde. Aber die Corona-Krise, diese pandemische Zeit, hat zur Folge, dass die kommunale Verwaltungen viel niedrigere Einkommen haben, Steuereinnahmen werden niedriger. Kommunale Verwaltung hat wirklich Probleme, was mit geplanten oder schon angefangenen Investitionen, Investitionsvorhaben zu tun ist. Die Verwaltung hat auch höhere Ausgaben, zum Beispiel Unterstützung des Gesundheitswesens oder Pflege für ältere oder alleinstehende Personen oder Einkäufe im Bereich hygienischer Mittel und solche Initiativen wie Infizierungstests für Mitarbeiter der Verwaltung, was man eigentlich in sehr vielen Städten, zum Beispiel in Łódź, durchgeführt hatte.
Also wir sehen, die Verwaltungen werden jetzt mehrfach belastet durch unterschiedliche neue Ausgaben und dazu noch niedrigere Einkommen sind wirklich insgesamt ein Problem. Wie soll also hier in diesem Bereich die Zusammenarbeit der Regierung, der staatlichen und kommunalen Verwaltung ausschauen? Die Regierung ist nicht unaktiv geblieben und versuchte, die kommunale Verwaltung zu unterstützen. Es gab unterschiedliche Ideen, wie man die Verwaltung hier unterstützen kann. Es gab ein ganzes Gesetz oder mehrere Gesetze, die in unterschiedlichen Schritten in der Krisezeit eingeführt worden sind. Und das wirklich eine Unterstützung für die kommunalen Verwaltungen. Trotzdem denke ich, dass die nicht ausreichend waren. Es ist einfach ein Haushaltsproblem. Wir haben so wenig Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben im Haushalt. Immer mehrere Aufgaben werden auf die kommunale Verwaltung übertragen. Aber die Verwaltung in den Kommunen bekommt nicht proportional, also verhältnismäßig dazu, nicht genug finanzielle Mittel. Das heißt, die Verwaltungen bleiben mit diesen neuen Aufgaben ohne Finanzen dafür zu haben. Sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne Finanzierungsquellen dafür zu bekommen. Und das Problem ist immer wieder gestiegen, gewachsen und unsere Corona-Krise hat das noch verstärkt und einfach deutlicher präsentiert, dass es diese Probleme schon seit langer Zeit gibt und noch stärker werden die momentan präsent. Und das war vielleicht noch ein Anreiz, um eine Debatte über die Zukunft der kommunalen Verwaltung zu entwickeln, anzufangen. Wir möchten mindestens verlangen, dass man diese positive Auswirkung hat. Man verbessert die Beziehungen zwischen der staatlichen kommunalen Verwaltung im Zusammenhang mit der Finanzierung zum Beispiel und dass die Corona-Krise eigentlich dazu beiträgt, dass man diese Debatte anfängt. Neben diesen Investitionsbonds, die hier schon angesprochen wurden, die auch eigentlich eine gute Idee sind, gibt es auch vorübergehende Lösungen. Was machen wir mit dem Loch im Haushalt? Es gibt unterschiedliche Künste und Tricks, um das irgendwie zu meistern, wie können wir Gesetze über öffentliche Finanzen milder gestalten, damit man hier mehr Flexibilität hat. Aber man braucht hier wirklich langfristige Lösungen, die für unterschiedliche Krisensituationen vorhanden sind und sein sollen und nicht nur vorübergehend für diese kurze Zeit. Und ich denke, in der öffentlichen Debatte soll man diese neuen Ideen haben. Einige von diesen neuen Ideen versuchen wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen an der Warschauer Universität zum Beispiel die Rückkehr der Gemeindesteuer von Immobilien. Und dann soll man diese Steuer und die Bemessungsgrundlage mit dem Wert der Immobilie und nicht mit der Flächengröße verbinden. Das wäre wirklich eine gute Idee. Wie kann man dann die Finanzen in Ordnung bringen? Das ist die kommunale Einkommenssteuer. Das ist ein Instrument, das in skandinavischen Staaten, zum Beispiel in Schweden, ziemlich gut funktioniert. Das beruht darauf, dass Kommunen die Steuersätze in dieser Einkommenssteuer ausgestalten können. Das Gesetz lässt gewisse Freiheit hier oder Spielräume zu und die kommunale Ebene kann das beeinflussen, wie viel es sein soll. Dann weiterhin 1% von der Einkommenssteuer, das für kommunale Ebene übertragen wird. Das heißt, man versucht, alle gemeinnützigen Organisationen und auch in die lokale Ebene übertragen. Das gibt es jetzt heute in Polen, da können Menschen
entscheiden, 1% meiner Einkommenssteuer geht für diese oder andere gemeinnützige Organisation. Jetzt könnte man eventuell zusätzlich das 2% für die kommunale Ebene übertragen. Aber wie kann das funktionieren? Wir haben in Polen ein Gesetz, wo die reichen Gemeinden die ärmeren Gemeinden unterstützen sollen mit Übertragung von Steuergeldern. Das ist so eine Art Finanzausgleich für diese armen Gemeinden. Und vielleicht sollte man weiter darüber diskutieren, dieses Format überdenken, überarbeiten und zum Beispiel berücksichtigen, nicht wie viele Einkommen die reichen Gemeinden haben, sondern welche Ausgaben die auch tragen müssen. Weil das eigentlich so ist, dass diejenigen Gemeinden, die sehr hohe Einkommen haben, sehr viel als Finanzausgleich aus ihrem Einkommen abgeben müssen. Aber bei den hohen Aufwendungen und Ausgaben ist es wirklich schwierig. Wenn man darauf aus der Perspektive der Ausgaben der Investitionen schaut, ist es völlig anders. Also, so wie ich das schon gesagt habe, es wäre gut, wenn wir diese Krisensituation besser nutzen können, mindestens um etwas Positives daraus zu ziehen. Selbstverständlich, es gibt vor allem die negativen Auswirkungen, aber positiv könnte es sein, dass wir besser die Beziehungen zwischen staatlicher und kommunaler Verwaltung organisieren können. Und wir müssen daran denken, dass die kommunale Verwaltung diese vielen Aufgaben wirklich nicht bewältigen können, wenn die kommunale Verwaltung nicht eine ausreichende Finanzierung dafür erhält. Und das muss wirklich transparent, objektiv, ausreichend sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese ganze vorübergehenden sozusagen finanzielle Injektionen, die nur in besonderen Fällen zuerkannt werden und eigentlich weiß man nicht, auf welcher gesetzlichen Grundlage sie basieren, bewähren sich nicht, weil kommunale Verwaltungsmitglieder überhaupt keine Ahnung haben, wann und warum sie etwas bekommen und nicht bekommen. Da gibt es nur unterschiedliche Seilschaften, Beziehungen auf der politischen Ebene und nicht unbedingt die politischen Kriterien. Wir brauchen objektive Entscheidungsgrundlagen und wenn wir das so gestalten, wie das bisher der Fall war, können wir die Probleme nicht lösen. Und ich möchte jetzt meine Aussage mit einer Zusammenfassung abschließen. Die Dezentralisation, das dürfen wir nicht vergessen, ist wirklich wichtig, wenn es um die Aufgaben auf der lokalen Ebene geht. Aber die Corona-Krise ist ein globales Problem, nicht lokal. Also entweder funktionieren wir so wie Benjamin Barber, wir machen eine Debatte darüber, wie kämpfen wir gegen diese Krise, weil das eigentlich ein Problem für die ganze Welt ist. Oder wir denken daran als an eine Aufgabe, die gelöst werden soll durch die gute Zusammenarbeit der staatlichen kommunalen Verwaltung und der internationalen Organisationen, die in vielen Aspekten hilfreich sein können. Vielen Dank für diese Ausführung. Wir sehen, dass diese Probleme, die früher schon aktuell und wichtig waren, vor der Corona-Krise immer noch wichtiger werden und heute noch an Bedeutung gewinnen. Also die Frage, ob die Regierung ausreichend die kommunale Verwaltung in der Zeit der Corona-Krise unterstützt, ob diese Zusammenarbeit wirklich zufriedenstellend ist, ob etwas fehlt. Und hier möchte ich mich mit dieser Frage an Karolina Pawliczak wenden. Und bevor Karolina darauf antwortet, möchte ich daran erinnern, dass unser Seminar, wie alle Seminare in der Corona-Krise, die von Ignacy Daszyński Zentrum und Friedrich Ebert Stiftung, die alle Seminare von uns veranstaltete Seminare interaktiv sind. Sie können also über Chat Fragen stellen oder bei der Transmission einen Link wählen und sich direkt mit uns verbinden und eine Frage stellen. Und jetzt hat Karolina das Wort. Mikro bitte, Karolina
Karolina Pawliczak hat ihr Mikro ausgeschaltet. Mikro. Pani poseł, nie słyszymy. Prosimy o włączenie mikrofonu. Ja, das ist jetzt ideal, habe ich gehört, aber der Anfang war weg, die Einführung. Ja, dann wiederhole ich das alles. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. So hochkarätige Spezialisten, die haben sich schon eher zu sehr vielen Themenbereichen geäußert. Die Selbstverwaltung ist ein sehr wertvoller Teil des Staates, unumgänglich für eine richtige Funktionsweise des Staates. Die Pandemie hat uns alle natürlich überrascht, aber wenn ich die jetzige Lage kurz beurteilen kann, ich habe auch die Reaktionen der Selbstverwaltungen in Polen beobachtet, aber in den Anfangswochen der Pandemie wurde die polnische Selbstverwaltung generell gesagt im Stich gelassen. Natürlich war das eine besondere Zeit, aber ausgerechnet die Selbstverwaltungen mussten die Aufgaben ganz unten schultern und meistern. Herr Gajewski hat schon meine bisherige Funktion erwähnt und in der Tat war ich Stadträtin in der Stadt Kalisz und auch stellvertretende Bürgermeisterin. Das heißt, diese Selbstverwaltungserfahrung liegt mir immer am Herzen. Da ist man sozusagen sehr nah am Bürger und man kann den Menschen am besten helfen. Ich habe also hautnah erlebt, wie die polnischen Kommunalpolitiker plötzlich neue Aufgaben übernehmen mussten im Bereich des Gesundheitswesens, im Zusammenhang mit der neuen Funktionsweise der Schulen und Kitas, ohne Vorbereitung, denn die Selbstverwaltungen hatten noch keine detaillierten Verfahren und Anweisungen parat. Das hat man erst mit der Zeit eingeführt. Man musste nach Ad-hoc-Lösungen suchen. Diese Anfangsphase war wirklich schlimm, kann ich sagen. Aus meiner Erfahrung kann ich Folgendes sagen. Ich habe versucht, so eine Art Vermittlerrolle zu spielen zwischen der Selbstverwaltung und dem Wojewoden, also dem verlängerten Arm der Regierung. Und selbst in diesem Bereich gab es Probleme, denn wir sehen, das möchte ich wiederholen und unterstreichen, das hat auch Frau Dr. Jakubek-Lalik bereits betont, das ist wirklich eine schlechte Konstellation. Wenn die Selbstverwaltung sozusagen nicht übereinstimmt mit der jetzigen Linie der Regierung, dann werden sie anders behandelt als die linientreuen Selbstverwaltungen. Es gibt verschiedene Töpfe, verschiedene Fonds, es gibt Mittel, die die Selbstverwaltungen bekommen haben, natürlich entsprechend verhältnismäßig zugeordnet. Und es gibt verschiedene andere Töpfe für die Finanzierung von bestimmten Vorhaben. Und man sieht, dass diese Verhältnismäßigkeit der Mittelzuweisung nicht immer bewahrt bleibt. Es gibt Regionen, wo die Selbstverwaltungen politisiert sind
und linientreu, was die jetzige Linie der Regierung angeht. Und diese Selbstverwaltungen, diese Kommunen bekommen ein bisschen mehr Geld an die anderen, als die anderen. Ich habe mir hier auch einige Thesen notiert, die mir besonders wichtig zu sein scheinen. Die Selbstverwaltungen sind natürlich unterfinanziert. Finanzierungsdefizite umfassen Zuschüsse, umfassen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden sollen im Zusammenhang mit den Aufgaben, die übertragen wurden auf die Selbstverwaltung. Die Linke hat einen Gesetzentwurf eingereicht, das heißt über die Rückerstattung der entgangenen Gewinne aus der Einkommensteuer und aus der Körperschaftssteuer. Ich habe verschiedene Analysen zu diesem Thema gelesen. Circa 40% der Einnahmen sind jetzt weg im Durchschnitt. Das sind riesengroße Beträge. Die sollten investiert werden. Sie sollten in Form von Investitionen an die Bürger weitergegeben werden. Wir werden noch sehen, wie das Ende des Jahres aussieht, aber ganz bestimmt schreiben die Verwaltungen in Polen dieses Jahr rote Zahlen und das wird sich übertragen auch auf die Erfüllung von den wichtigsten Aufgaben. Bedauerlicherweise müssen jetzt die unterfinanzierten Selbstverwaltungen wählen. Was ist jetzt wichtiger? Was können wir hundertprozentig abdecken? Was nicht, wenn die Mittel so knapp sind? Schlussfolgerungen, naja, wir werden noch heute darüber diskutieren, aber schon jetzt könnte ich sagen, dass diese Dezentralisierung eine große Bedeutung hat. Die Übertragung der Aufgaben auf eine tiefere Ebene hat sich bewährt, auch in der Krisenzeit. Aber es ist jetzt wichtig, vor allem zu gewährleisten, dass die Zusammenarbeit zwischen der Selbstverwaltung und der Regierung richtig funktioniert, zwischen der zentralen Verwaltung, der Regierungsverwaltung. Nach meiner Auffassung hat diese Zusammenarbeit nicht gut funktioniert in der Krisenzeit. Beide Parteien müssen dazu lernen. Natürlich, das sind auch neue Erfahrungen, aber nach meiner Auffassung sammelt auch die Regierungsseite nicht die nötigen, die neu erforderlichen Erfahrungen. Das wäre so eine vorläufige Schlussfolgerung. Das ist eigentlich schade, dass diese Zusammenarbeit nicht klappt, aber uns stehen jetzt weitere Monate der Pandemie bevor. Das ist nichts Gutes, aber wir werden noch Zeit haben, um Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, wir geben jetzt das Wort an unseren deutschen Gast, an Herrn Markus Rinderspacher, denn wir sind alle gespannt, wie diese bereits angesprochene Problematik im Zusammenhang mit der Pandemie in Deutschland aussieht. Denn wir sprechen hier über Erfahrungen, die wir hier live erleben bzw. beobachten. Und wir haben jetzt eine wertvolle und einmalige Gelegenheit, unsere Erfahrungen mit den deutschen Erfahrungen zu vergleichen. Ich bedanke mich erneut bei Ihnen, Herr Rinderspacher. Das wird eine sehr wertvolle Stimme sein, ganz bestimmt sehr interessant für uns und für die Teilnehmer dieses Webinars. Ich weiß, dass unser Webinar gestreamt wird und viele Stadträte und viele Mitarbeiter der Selbstverwaltung wollen sich das unbedingt aussehen. Was für eine Übertragung hatte die Corona-Zeit auf die Funktionsweise der deutschen Verwaltung, der lokalen Verwaltung auf kommunaler Ebene? Wie haben die deutschen Verwaltungen auf dieser untersten Ebene die Probleme gelöst? Wie sah die Zusammenarbeit aus mit der Regierungsebene, mit der Bundesebene, mit der Landesebene? Ob in Deutschland oder besser gesagt, ob die Verwaltung in Bayern auch mit so großen Problemen konfrontiert wird, zum Beispiel mit
der Problematik der unzureichenden Finanzierung. Wir sind gespannt und wir geben Ihnen das Wort. Dziękuję za zaproszenie mnie do tej ciekawej i ważnej dyskusji. Mój Vielen Dank für die Einladung. Mein Polnisch ist aber sehr schlecht, daher spreche ich Deutsch. Vielen Dank für die Geduld. Das war jetzt schon der schwierigste Part meiner Einlassung. Ich lerne in diesem Panel sehr viel über Polen und bedanke mich, dabei sein zu dürfen. Ich habe in meinem Leben Polen häufig besucht. Ich liebe Ihr Land sehr und freue mich, wenn wir uns nach der Corona-Krise dann vielleicht live zum europäischen Gedankenaustausch in einer Ihrer wunderschönen Städte treffen können, ob in Warschau, Krakow oder Wrocław oder wo auch immer. Vielleicht gestatten Sie mir vorab nochmal zwei, drei Fragen zu klären, warum natürlich die Strukturfragen dezentral oder zentral von Bedeutung sind, aber welche Zielsetzungen diese Strukturfragen auch haben müssen. Ich glaube, das muss die Grundlage unserer Debatte heute hier sein. Die Corona-Pandemie zeigt vielerorts, nämlich auf dieser Welt, wie in einem Brennglas Herausforderungen, Probleme und Defizite auf, die auch ohne Covid-19 bereits existent waren. Also Defizite auch in den öffentlichen Verwaltungen weltweit, ganz egal, ob sie zentral oder dezentral organisiert sind. Ich finde, die Corona-Krise zeigt sehr deutlich auf, dass ein wirtschaftliches und politisches Modell, das auf Privatisierung, auf kalter Marktlogik, auf Absenz von Sozialpartnerschaft aufbaut, eine unübersehbare Krisenstarre auch hervorruft. Und der in den letzten Jahren häufig propagierte schlanke Staat oder die schlanke Kommune erweist sich dann in der Krise als umso schwächer oder sogar als handlungsunfähig in vielen Bereichen. Und zwar ganz egal, ob die Struktur dezentral oder zentral ist. Wenn das der Grundgedanke ist, läuft es plötzlich schief. Der Staat soll schrumpfen, auf dass der freie Markt sich entwickeln kann. Das war der Glaube der letzten Jahre in vielen Bereichen. Also wurden Rentenkassen privatisiert, Finanzmärkte dereguliert, Staatsvermögen verkauft und auch die Steuern für die Reichen gesenkt. Auch in Deutschland wurden diese Konzepte kopiert. Ich glaube, im Zeichen der weltweiten Eindämmungsmaßnahmen gegen Covid-19 erleben wir hoffentlich eine Renaissance der Erkenntnis, dass eine stabile staatliche Daseinsvorsorge gerade in Krisenzeiten unersetzlich ist. Ob sie nun kommunal organisiert wird, föderal oder von der Zentrale her, spielt eine wichtige Rolle. Aber wichtig ist, dass der Wert als solcher auch erkannt wird. Ich finde, die Corona-Krise zeigt nun auf, dass dieser freie Markt erstmal eine Fiktion ist. Märkte sind nur dann stark, wenn sie durch soziale Leitplanken eingezäunt sind. Und Märkte können nur dann existieren, das zeigt die Krise, wenn der Staat sie stützt. Denn als die Pandemie jetzt um sich griff, war es wie bei der Finanzkrise 2008 bis 2010, konnten nur staatliche Interventionen in noch nie dagewesenem Ausmaß eine wirtschaftliche Kernschmelze abwenden und den Ruin des Marktes am Ende abwenden. Im Übrigen im Bereich von Kliniken und Pflegeheimen haben sich ja in den vergangenen Jahrzehnten infolge einer strikteren Ökonomisierung des Gesundheitswesens wirkliche Defizite gezeigt. Es ging stets um Gewinnmaximierung, Renditensteigerung, Shareholder Value. Also das Kostbarste, was wir haben, die Gesundheit, wurde mitunter auch finanziellen Interessen untergeordnet, ganz egal, welche Ebene dafür zuständig war. Und wir stellen auch vielerorts fest, in Deutschland, ich nehme an, dass dies in anderen europäischen Ländern auch so ist, dass diejenigen, die den Laden unserer Gesellschaft eigentlich am Laufen halten, von der Pflegekraft über die Kindergärtnerin bis hin zum Müllentsorger oder zum Lkw-Fahrer, einfach auch zu schlecht verdienen. Deshalb möchte ich vorausschicken, egal wie man Gesellschaft organisiert, wie man staatliche Strukturen gestaltet, ob zentral oder dezentral, klar muss sein, wohlfahrtsstaatliche Vorsorge im Dienst des Gemeinwohls gehört jetzt ganz oben auf die politische Agenda. Und das ist auch die Grundlage dessen, wie ich über die Frage von Zentralität und Dezentralität jetzt in der Folge sprechen werde. Klar ist, Deutschland ist bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen. Das liegt auch daran, dass wir immer noch trotz aller Verschlankungen der letzten Jahre
eine recht funktionierende kommunale Daseinsvorsorge haben. Wir haben eine ganz zuverlässige Infrastruktur mit ordentlichen Kommunalverwaltungen, mit Rettungsdiensten, mit einem Krankenhauswesen, das gut funktioniert. Und im Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und den Kommunen und vielen Ehrenamtlichen hat das Zusammenwirken tatsächlich dazu geführt, dass die Corona-Pandemie alles in allem sehr gut gemeistert wurde. Also die Kommunen haben hier wirklich großartige Arbeit geleistet. Denn die Kommunen sind am Ende in Deutschland dafür zuständig, dass es zu einer konsequenten Unterbrechung von Infektionsketten und zur Kontaktnachverfolgung durch die kommunalen Gesundheitsämter kommt. Da gab es in Deutschland, auch in Bayern, eine intensive Debatte. Sind diese Gesundheitsämter denn personell ordentlich und gut ausgestattet? Man kam dann häufig zum Ergebnis, eben nicht. Die können ihre Aufgaben gar nicht bewältigen. Da ist wieder dieser Neoliberalismus-Gedanke der letzten Jahre, der da eine Rolle spielt. Und deshalb haben die Gesundheitsämter der kommunalen Ebene in den letzten Monaten auch bundesweit 5.900 neue Beschäftigte eingesetzt, um insbesondere zur Kontaktnachverfolgung für Corona-Tests und zur Kontrolle von Quarantäne. Es ist bereits von meinen Vorrednern gesagt worden, die Pandemie bedroht natürlich die Investitionsfähigkeit der Kommunen. Sie verschlechtert die finanzielle Lage von Städten und Gemeinden. Ganz eindeutig, lange geplante Investitionen können vielfach gar nicht mehr umgesetzt werden. Und gleichzeitig werden die Sozialausgaben der Kommunen, die sind nämlich genau auch dafür zuständig, beispielsweise Wohnungen von Arbeitslosen, die werden in den nächsten Monaten infolge der Wirtschaftskrise wahrscheinlich steigen. Das heißt, weniger Einnahmen, aber mehr Ausgaben. Das hat zum Beispiel in unserer niederbayerischen Kurstadt Bad Füssing dazu geführt, dass die Kurgymnastikhalle, die gerade general saniert wird und entkernt wird, dass da jetzt nicht mehr weitergebaut wird, dass der Anbau des Feuerwehrhauses und die Fertigstellung des Hallenbades in Frage steht. Wir haben in Deutschland einen kommunalen Investitionsrückstand von 147 Milliarden Euro, schon vor der Krise. Und es ist zu befürchten, dass die kommunalen Investitionen, die notwendig sind, Daseinsvorsorge zu betreiben, aber eben auch Lebensqualität zu organisieren, dass diese Investitionen ausbleiben würden. Das heißt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie möglichst gering zu halten, ist eines von ganz besonderer Bedeutung. Es müssen die Kommunen unterstützt werden. Denn unser gesellschaftliches Leben spielt sich maßgeblich in den Kommunen ab. Meine Vorrednerin hat es bereits gesagt, da sind wir zu Hause, da leben wir. Nirgendwo sonst ist die Politik so nah am Menschen und die Menschen so nah an der Politik wie in der Kommune. Kommunen sind deshalb systemrelevant und an ihrer Handlungsfähigkeit entscheidet sich, ob der Staat die Menschen erfolgreich aus der Krise leitet. Deshalb brauchen die Kommunen jetzt Mittel, um Investitionen finanzieren zu können, um die Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Und das Potenzial der Kommunen, den wirtschaftlichen Folgen zu begegnen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Manche Kommunen sind hoch verschuldet, andere sind finanziell besser ausgestattet. Manche Kommunen haben eine hohe strukturelle Arbeitslosigkeit, andere kennen dieses Problem fast überhaupt nicht. Und klar ist, dass bei der Gewerbesteuer in Deutschland wir mit knapp 12 Milliarden Euro Ausfällen allein in diesem Jahr rechnen. Und da finde ich es völlig richtig, dass die Bundesregierung, die eigentlich für die Kommunen gar nicht zuständig sind, das ist nämlich die Zwischenebene, die Bundesländer, also zum Beispiel der Freistaat Bayern, aber der Bund hat von sich aus gesagt, wir wissen um die Bedeutung der Kommunen, wir wissen um die Gewerbesteuerausfälle und deshalb bezahlen wir die Ausfälle zu 100% im gesamten Jahr 2020. Und ich bin mir sicher, wenn die Bundestagswahl entsprechend ausgeht, wird dies auch nochmal bis ins Jahr 2021 verlängert. Ich finde es also richtig, dass die übergeordnete Ebene erkannt hat, dass das Geld jetzt halt auf einer anderen Ebene in besonderer Art und Weise gebraucht wird, weil diese Hilfsmaßnahme für die Kommunen ist nämlich zeitgleich das beste Konjunkturprogramm. Die Kommunen sind von wirtschaftlich existenzieller Bedeutung. 2/3 aller öffentlichen Investitionen in Deutschland werden von Städten und Gemeinden getätigt. Also nicht von der Bundesrepublik und auch nicht vom Freistaat, sondern von den Städten und von den Gemeinden. Das heißt, auf der lokalen Ebene kann die Wirtschaft mit Investitionen besonders schnell und effektiv wiederbelebt werden. Ein Konjunkturprogramm,
das also nicht nur dazu führt, dass Beschäftigung in den Orten, in den Ortschaften gehalten werden kann, dass Unternehmen überleben, sondern dass auch unmittelbare Lebensqualität und Daseinsvorsorge vor Ort strukturell organisiert wird. Deshalb, öffentliche Daseinsvorsorge ist eine der Kernaufgaben der Kommunen. Wir müssen Städte und Gemeinden mit mehr Gewicht und Autonomie ausstatten, damit sie ihrem Recht zur kommunalen Selbstverwaltung angemessen nachkommen können. Und darüber sind sich im Übrigen in Deutschland auch alle relevanten Parteien weitgehend einig, wenn es auch in den Nuancierungen und in der Maßnahmeausstattung dann zu unterschiedlichen Antworten kommt. Aber die Corona-Krise hat dazu geführt, so beobachte ich das, dass wir eine Wiederbelebung kommunaler Relevanz auch in der öffentlichen Debatte haben. Es gab natürlich bei uns auch eine Diskussion, ob wir nicht einheitlichere Regelungen in Deutschland brauchen, weil die 16 Bundesländer, die für den Katastrophenschutz zuständig sind, natürlich durchaus uneinheitlich auch agiert haben. Da gab es an der einen oder anderen Stelle bereits Schulschließungen, da hatten in anderen Bundesländern die Schulen noch offen. Da gab es Quarantäneregelungen, die im Norden anders aussahen als im Süden. Es gab allerdings auch Länder, die stark betroffen waren vom Infektionsgeschehen und andere Bundesländer fast gar nicht. Und deshalb hat es zwar Diskussionen gegeben in unserer Gesellschaft, inwieweit hier nicht es zu einer zentraleren Vereinheitlichung kommen müsse, bei der Frage beispielsweise, wie wir in den Schulen damit umgehen und unter welchen Voraussetzungen beispielsweise Gaststätten öffnen dürfen. Wir haben natürlich auch bereits Vorwahlkampf für die Bundestagswahl, die 2021 stattfindet. Und ausgerechnet zwei Ministerpräsidenten, eben auch von Bayern und von Nordrhein-Westfalen, schicken sich möglicherweise an, sich gegebenenfalls um die Kanzlerkandidatur der konservativen Partei zu bewerben. Also da gibt es auch ein Stück weit ein öffentliches Schaulaufen, wer die besseren Konzepte hat, wer härter durchgreift, wer die besseren Ideen für die örtliche Wirtschaft entwickelt. Und das war möglicherweise einem einheitlichen Vorgehen der Bundesländer zunächst ein wenig wenig zuträglich. Aber unter dem Strich, das darf ich natürlich auch als Landespolitiker eines Bundeslandes sagen, hat sich der Föderalismus bewährt. Denn es gibt ja auch in jedem Bundesland ein wirklich völlig anderes Infektionsgeschehen. Und so kann sehr regional und lokal darauf reagiert werden. Und das hat auch zu einer gewissen Effizienz geführt. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und die Kommunen sind ganz wesentlich dafür, dass das Pandemiegeschehen auch weiter so eingedämmt werden kann, wie das in den letzten Wochen dankenswerterweise der Fall war. Vielen Dank für diesen Beitrag. Das war wirklich sehr interessant. Wir leben in unterschiedlichen Ländern, aber die Probleme der lokalen Verwaltung in der Zeit der Krise sind sehr ähnlich. Wir haben hier also wirklich einen Raum für den Erfahrungsaustausch. In Zukunft möchten wir das auch nutzen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, wir gehen noch nicht nach Polen zurück. Wir haben noch einen weiteren Gast aus dem Ausland, Jakub Jędrzejczak, Leiter der Abteilung für Informatik in der Stadt Duisburg in der Nähe von Washington. Vielen Dank, dass Sie mit uns hier sind und Sie haben jetzt das Wort. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Washington. Und ich freue mich wirklich, dass Sie dieses Gespräch über kommunale Verwaltung führen, weil das auch meine Leidenschaft ist. Ich bin in der Kommune, in der kommunalen Verwaltung seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten. Und die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig die kommunale Verwaltung ist, wie schnell wir unsere Bürger erreichen können und das Krisenmanagement entsprechend gestalten. Ja, ich hätte eine Frage an Carolina Pawlitak, ob die polnische Regierung erkannt hat, dass es wichtig ist, kommunale Verwaltungen zu stärken und selbstständiger zu machen, dass es wirklich wertvoll ist, insbesondere bewährtes Krisenmanagement. Das wäre meine Frage. Vielen Dank für diesen Beitrag. Da wir schon uns langsam dem Diskussionsende nähern, würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir jedem Panelisten jetzt 2 Minuten Zeit geben, um alles zusammenzufassen, um
Da die Frage an Carolina gerichtet wurde, möchten wir mit Carolina anfangen und danach hat jeder von Ihnen 2 Minuten Zeit, um die Beiträge anzufassen. Und jetzt bitte ich, Ton einzuschalten. Vielen Dank für diese sehr wichtige Frage, die an mich gerichtet wurde. Es scheint, es ist die Tatsache, dass die Regierung das nicht erkannt hat, wie wertvoll die Kommunen sind. Wäre die Regierung die Kommunen für wertvoll halten und entsprechend unterstützen, würden wir in der Krisensituation viel besser meistern können. Bestimmt werden wir mit einer Krise jetzt zu tun haben und haben schon zu tun, aber die Krise könnte kleiner sein, wenn die Kommunen besser unterstützt worden wären. Am 6. Februar, noch bevor die Krise völlig ausgebrochen ist, konnten wir im polnischen Parlament eine Begegnung der Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung veranstalten. Das war unsere Antwort auf die Stimmen aus der kommunalen Verwaltung, weil die Leute aus dieser Ebene um Unterstützung gebeten haben. Die haben gesagt, dass sie ihre Situation wirklich schildern müssen, um wirklich nach dieser Unterstützung zu verlangen. Früher hat man in den bisherigen Legislaturperioden solche Stimmen gehört, man hat aber solche großen Begegnungen nicht veranstaltet. Und wir haben das gerade getan, genau um den Leuten von der kommunalen Ebene zuzuhören. In dem ganzen Lande, welche Probleme gibt es, was drückt der Schuh und so weiter. Und die wichtigste These war es, dass die Regierung überhaupt nicht zuhört. Nicht zuhört, was die Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung, die Stadträte, die anderen Aktivisten zu sagen haben. Und diese Probleme sind doch systemrelevant für alle Bürger und Bürgerinnen. Man soll also alle Erfahrungen, alle Vorschläge der kommunalen Verwaltung beachten und Schlussfolgerungen daraus ziehen, was man machen muss, um die Verwaltung in den Kommunen zu unterstützen. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ich glaube daran, dass man das noch abändern kann, dass diese Krisensituation, die wir momentan haben, auf der ganzen Welt trotz der großen Schwierigkeiten dazu führt, dass die polnische Regierung letztendlich begreift, inwieweit wertvoll die kommunale Verwaltung ist. Diese Verwaltungen haben sehr viele Krisenausgaben übernommen. Das war auch eine These, dass es nicht eine Krise ist, die auf der lokalen Ebene entstanden ist und dass diese Ausgaben auch nicht in einem kommunalen Haushalt geplant werden konnten. Und trotzdem haben die Kommunen, inwieweit sie nur konnten, haben versucht, das entsprechend zu meistern und die funktionieren weiter und die wichtigsten Aufgaben wurden trotz der Schwierigkeiten erfüllt. Also die Regierung, die das noch bisher nicht bemerkt hat, soll nach der Krise das vielleicht jetzt letztendlich merken können. Ich glaube daran, dass es doch kommt. Vielen Dank an Carolina. Du hast von einem idealen Modell gesprochen. Vielleicht nach den nächsten Wahlen können wir das erreichen. Das muss kommen, letztendlich. Jetzt Frau Dr. Jovanka Jakubek-Lalik, 2 Minuten Zeit für Ihre Zukunft. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Mit Interesse habe ich allen Beiträgen zugehört und ich habe den Eindruck, dass wir uns sehr gut gegenseitig ergänzen und dass in allen Bereichen sowohl die Diagnose der Probleme wie auch Vorschläge der Lösungen für die Zukunft. Das, was unterstrichen werden muss, die finanziellen Probleme, hier muss die Regierung jetzt eingreifen, die Verwaltung in den Kommunen unterstützen, die Löcher in Haushalten irgendwie ausfüllen und unterschiedliche Ausgleichsmethoden und Instrumente anwenden. Es gab unterschiedliche Subventionen, Ideen, die den Einkommensausgleich sicherstellen sollen in diesen Bereichen, wo es wirklich fehlt in den Kommunen. Aber
Es wäre gut, wenn diese schwierige Situation nicht jetzt vorübergehend gelöst werden könnte, sondern dass diese schwierige Situation wirklich ein Anreiz ist, um über die Zukunft der guten Beziehungen mehr zu diskutieren und diese wirklich gut aufzubauen. Sie haben uns ja über die kommunale Verwaltung in Deutschland erzählt, wie das funktioniert auf der lokalen, kommunalen und Bundesebene. Das sind wirklich sehr gute Beispiele, in welche Richtung man bei dieser Zusammenarbeit gehen soll, auch bei uns in Polen. Wir dürfen nicht vergessen, deutsche, skandinavische Beispiele, das sind konsensuale Demokratien, wo wir versuchen, alle Probleme durch den Dialog zu lösen, wo wir Kompromisse suchen und diese erreichen. In der polnischen Demokratie ist es leider nicht so ausgestaltet. Wir stehen dem Konfliktmodell näher, wo wir immer uns streiten und gegeneinander kämpfen und die eine Seite der anderen Seite, die schwächer ist, etwas aufzuzwingen versucht und kein Kompromiss. Wir sagen manchmal, der Übereinkunft baut, die fehlende Übereinkunft führt zur Ruine. Und ich habe den Eindruck, dass es in Polen passieren kann, es sei denn, die Regierung hört zu, imstande ist, mit der kommunalen Verwaltung alles zu konsultieren. Man soll auch nicht einfach die Leute auf der kommunalen Ebene nicht mit unterschiedlichen neuen Lösungen überraschen, sondern wenn man etwas einführen möchte, muss man früher darüber diskutieren, vorschlagen, eventuell abändern, was notwendig ist. Und dann können alle Seiten davon profitieren. Das würde ich uns allen wünschen. Vielen Dank und ich schließe mich diesen Erwartungen an. Und jetzt möchte ich Dr. Tomasz Bojar-Fiałkowski bitten, kurze Zusammenfassung zu machen. Ich habe mich sehr gefreut, allen diesen Beiträgen zuhören zu können. Es war für mich wirklich zufriedenstellend zu hören, dass in Deutschland momentan eine Diskussion läuft, dass die dortigen Sanitärdienste nicht ausreichend finanziert sind. Ich freue mich, dass ich dieses Thema am polnischen Beispiel nicht darstellen muss, weil ich ja nur meckern könnte. Aber es gibt sehr viele interessante Dinge, die bei dem deutsch-polnischen Vergleich sehr interessant zu sein scheinen. Das föderalistische Modell ist bei uns nicht so gut bekannt, aber für mich ist es wirklich sehr interessant. Ich möchte mich also an Herrn Vorsitzenden hier wenden, dass Sie vielleicht später an einem anderen Ort mehrere Informationen über die Funktionsweise der deutschen kommunalen Verwaltung uns darstellen. Das würde für uns wirklich sehr interessant sein. Mit Dr. Gajewski haben wir uns am 1. Juli getroffen, als die Veranstalter von Daszynski-Zentrum und Friedrich-Ebert-Stiftung eine Online-Debatte veranstaltet haben, ob die Corona-Krise uns näher der Verwaltung bringt. Und wie wir sehen, es gibt immer mehr Probleme, die mit der Corona-Krise verbunden sind. Diese Krise hat die ganze Welt verändert und auch die öffentliche Verwaltung selbstverständlich. Wir wissen noch nicht, wie diese Verwaltung nach der Krise ausschauen wird, in welche Richtung letztendlich sich alles entwickelt und womit endet das alles. Und ich denke, unsere Rolle teilweise ist es hier als Wissenschaftler und Politiker, die hier sich daran beteiligen, ist es, gewisse Lösungen vorzuschlagen, die eventuell akzeptiert werden können und die dann für alle profitabel sein werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt möchte ich um die Zusammenfassung Herrn Dr. Jakob Schlachet. Haben wir mit der Dezentralisationskrise zu tun? Ja.
nicht so bedeutend beeinflusst. Ich könnte nur mich dem anschließen. Ich denke, alle haben das zum Ausdruck gebracht, dass schneller oder später kommen bessere Zeiten für die kommunale Verwaltung, dass das polnische Modell besser geregelt wird und dass wir die Verfassungsauflagen und Verfassungswerte mit der Gestaltung der kommunalen Verwaltung widerspiegeln können. Und Polen waren wirklich stolz auf ihre Reform der kommunalen Ebene. Das wollen wir also jetzt nicht verlassen, sondern davon schöpfen und weiter nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir sollen uns daran halten, dass es weiter sich so entwickeln wird. Das waren polnische Zusammenfassungen und jetzt werde ich um die Zusammenfassung aus der deutschen Perspektive, aus der anderen Seite der Oder, Herrn Markus Rinderspacher bitten. Bitte sehr. Ich möchte Sie zum Abschluss vielleicht noch darüber informieren, dass unser Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, jetzt auch ein, wie ich finde, wegweisendes Konzept vorgelegt hat, wonach besonders hochverschuldete Kommunen von ihren Altschulden komplett befreit werden sollen. Auch dies hat in der kommunalen Familie natürlich zu einer lebhaften Debatte geführt. Die reicheren Kommunen, auch gerade hier bei uns in Bayern, haben gesagt, was, die hochverschuldeten Kommunen sollen jetzt doch tatsächlich komplett entschuldet werden durch den Bund. Das kann ja nicht gerecht sein. Wir haben ordentlich gehaushaltet, die anderen nicht. Und die sollen jetzt dafür auch noch belohnt werden. Aber klar ist, die rund 2500 betroffenen Kommunen in Deutschland schaffen es nicht mehr, ihre kommunalen Haushalte auszugleichen und die Verschuldung zurückzufahren. Sie sind in der Schuldenspirale. Sie sind kaum noch handlungsfähig und können deshalb eben das, was wir vorhin Daseinsvorsorge genannt haben, nicht mehr gewährleisten. Und deshalb finde ich, wäre es ein enormer Durchbruch, im Übrigen auch für unsere Konjunktur, wenn wir diese armen Kommunen wieder handlungsfähig machen, von jetzt auf nachher. Wir werden die Debatte jetzt im Bundestagswahlkampf auch hier in der Bundesrepublik sehr intensiv führen. Und ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Auch wenn in meiner Partei es einzelne Kommunalpolitiker gibt, die eben das auch so kritisch sehen, wie ich es eben dargestellt habe. Gestatten Sie mir zum Abschluss vielleicht noch einen allgemeinen Hinweis zur Bedeutung der Dezentralisierung, wie Sie es nennen. Wir erleben ja im Moment in unserer Zeit so gegenläufige Wahrheiten. Auf der einen Seite brauchen wir zur Lösung globaler Probleme auch globale, also multilateral abgestimmte internationale Lösungen. Beim Klimaschutz kommt keine Kommune voran, keine Woiwodschaft, kein Bundesland, auch keine Nation. Auch nicht bei der Friedenssicherung, auch nicht bei der internationalen Bekämpfung von Steuervermeidung, bei der Bekämpfung des Hungers im globalen Süden oder auch bei Fragen globaler Migration. Da braucht es den Willen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Aber es ist auch unstrittig, dass die globalen Herausforderungen viele Menschen gedanklich überfordern und sie suchen ihren Halt dann dort, Geborgenheit, wo wir es eigentlich nicht wollen, nämlich bei Nationalisten. Oder sie suchen ihr Halt unmittelbar in der Heimat, also vor Ort. Und diese Heimat kann man nicht durch eine Fernbedienung wie bei einem Fernseher von München, Berlin oder von Warschau aus gestalten, sondern nach dem Prinzip der Subsidiarität eben unmittelbar vor Ort. Und da geht es um ganz handfeste Dinge, Internetversorgung, Verkehrswege, Schulen, medizinische Versorgung, Begrenzung der Mietenexplosion, kulturelle Landschaft. Und da muss das Prinzip gelten, agieren statt reagieren, rechtzeitige Prävention statt späte Reparatur. Machen wir unsere Kommunen stark, machen wir unsere Gemeinwesen stark und dann machen wir auch unsere Bürgerschaft zufrieden. Und wir sollen daran halten, dass die kommunalen Verwaltungen besser sind. Dann ist die Welt auch viel besser. Ich habe ja auch diese Gedanken notiert, weil es wirklich sehr schön ist. Die kommunale Verwaltung hat es bestimmt nicht einfach. Es gibt eine ganze Menge von Problemen, die in der Corona-Krise schon aufgetreten sind jetzt sichtbarer geworden und vielleicht deutlicher und besser zu erkennen. In Polen kommen
kommunale Verwaltungen schon seit über 30 Jahren zurecht. Es gibt aber Bereiche, wo wir Regierungsverwaltung, öffentliche, staatliche Verwaltung brauchen. Aber es ist notwendig, dass wir gemeinsam handeln und dass wir uns gegenseitig verstehen. Das hat uns in den letzten Monaten gefehlt. Das haben wir heute in die Diskussion gehört. Aber vielleicht in den nächsten Monaten, die nächsten Probleme zeigen, dass diese Beziehungen zwischen der staatlichen und kommunalen Ebene besser gestaltet werden können und verläuft alles besser. Darauf halten wir alle die Daumen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Ihnen. Ich bedanke mich vor allem bei unseren Panelisten, bei allen Teilnehmenden, die uns zugehört haben und Fragen stellten. Ich danke allen Seminarteilnehmern. Die Beiträge waren wirklich sehr interessant und ich hoffe, dass wir in der Zukunft auf diese Diskussion zurückkommen können. Ich möchte mich bei unseren ausländischen Gästen insbesondere bedanken, Herrn Markus Rindesfacher. Diese Perspektive des anderen Landes war für uns besonders wertvoll. Ich denke, der Beitrag aus den Vereinigten Staaten auch sehr interessant war. Ich danke dafür, weil wir das nicht geplant haben. Das war einfach so eine schöne Überraschung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dziękuję bardzo.